Hallöchen zu einem neuen Vlog. Ich muss mich ein bisschen bei der Karin im Weinkeller verstecken, weil macht denn der hier wieder die Kamera so dreckig oder was? Ich muss mich ein bisschen bei der Karin im Weinkeller verstecken, weil draußen ganz viele Leute sind. Heute ist extrem viel los, weil es ist Maria Himmelfahrt, aber bei uns nicht. Das heißt, die ganzen katholischen Gemeinden, die kommen dann immer zu uns zum Einkaufen, entweder nach Bayreuth oder nach Kulmbach. Ja, und ich habe gedacht, ich mache heute einfach einen kleinen Vlog. Ich hatte heute Lust drauf, ich habe nichts weiter zu tun gehabt und habe gedacht, vielleicht gefällt es euch ja. Ich zeige euch jetzt mal Tische. Die Karin hat nämlich Beistelltische gekriegt und die zeige ich euch mal. Es ist von jedem Tisch nur ein Set da. Also ihr müsst wirklich schnell sein, wenn ihr da was haben wollt. Und zwar, ich zeige es euch mal. So, die gibt es so in dieser silbrigen Optik. Also das ist jetzt 50 mal 50. Und die Tischbeine sehen so aus. Also eine schwere Qualität auch. Unglaublich schön. Und der hier ist jetzt, ich weiß nicht, 119 oder was. Den gibt es noch in Gold. Ich zeige euch den gleich mal. Hier sieht man eigentlich am besten die Oberfläche. Also wirklich, die Karin, die kauft immer so schöne Sachen ein. Das ist echt unglaublich. Ich zeige euch den nochmal in Gold, weil das Dreier-Set steht auch noch hier. Ihr Mann, der packt die nämlich gerade aus im Laden und ich war jetzt zufällig da, weil ich noch Bestellungen habe heute. So, passt mal auf. Da, schaut mal. Wunderschön, oder? Sieht man jetzt gar nicht richtig mit dem Licht. Da muss das Licht richtig drauf fallen. Ich kann ja mal Licht anmachen. Wartet mal. So, jetzt sieht man es, glaube ich, ein bisschen besser. Hier. Wie schön die Oberfläche ausschaut. Also, wie gesagt, wir haben nur zwei Sets. Einer besteht aus drei Tischen und der kleine ist 50 cm. Dann gibt es einen mit 60 und es gibt einen mit 70. Sie gucken die Kamera will wieder nicht. Die sind hier nämlich schon zusammengestellt. Also wir haben gerade beschlossen, können wir auch verschicken. Ist kein Problem. Extrem süß. Von der Höhe sind die vielleicht so 25 hoch. Also wirklich was für einen Couchtischbereich. Ich glaube, die werden nicht lange da sein. Also schreibt mir gerne per Direktnachricht auf Instagram, wenn ihr davon einen haben wollt. Ich habe die jetzt nämlich nicht in den Shop eingestellt, aber ich glaube, dass die eh schnell weg sein werden. Ja, wirklich wunderbare Qualität auch. Kleine Preview auf Weihnachten. Die Karin hat hier Übertopftaschen aus Silber. Wahnsinn! Schaut mal. Ist ja cool. Also das kommt dann wahrscheinlich alles. Ich weiß, dass jetzt die ganze Weihnachtsware kommt. Ich kann ja mal gucken. Hier ist schon alles Mögliche für Weihnachten. Hier stehen schon mega viele Kartons. Aha, was ist das denn? Ja, werdet ihr dann alles in den nächsten Deko-Videos sehen. Ich muss jetzt erstmal zur Post auf jeden Fall die Sachen wegbringen, die ich jetzt noch fertig gemacht habe. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, der denkbar schlechteste Zeitpunkt zu drehen heute. Der Laden ist gerammelvoll. Aber macht ja nichts mehr. Ja, genau. Ich ziehe mich jetzt trotzdem so. ab. Die klare Tüte gebe ich Ihnen. Das bin ich heute. Ja, das wäre super. Ganz weich. So, jetzt der erste Pulli. Ganz, ganz weich. Hoffentlich sieht man das. Mega weiches Material. Ja, die passende Tasche dazu. Und ja, so kennt ihr mich, ne? Das ist die Hose, die ich am meisten schleppe. Sich am meisten bezahlt gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch Jacke finden oder sowas. Armband habe ich heute wieder von Dorina an. Das habe ich total. Ach so, ihre Ringe habe ich heute auch an. Die sind so schön. Also das ist mega feines Material. Ich muss mal gucken, was es kostet. Ich glaube 69 oder so. Ich habe natürlich heute die Unterwäsche nicht passend, aber ist egal jetzt. Spielt jetzt keine Rolle, aber der ist traumhaft. Gerade jetzt dann für die Übergangszeit. Echt super. So, und ich glaube, die haben hier auch Schuhe. Ich habe hier schon ganz viele Jacken gesehen, aber ich muss erst mal fragen, ob ich drehen darf. Ich soll einen schönen Gruß von der Karin sagen und dann zeige ich euch mal ein paar Sachen hier.
Obwohl, jetzt ist sie beschäftigt, da denke ich, kann ich bestimmt ein bisschen rumfilmen hier. Also ich muss echt sagen, also ein Rock 49,95, Strickjacken 80, 90, es gibt, also das ist echt bezahlbar und ganz tolle Qualität. Also habe ich auch zufällig entdeckt hier. Und warum soll ich euch das nicht zeigen? Tja, ich bin echt begeistert. Das ist halt gerade, also ich finde Mode Ü30 so, ne? Würde ich sagen, bis 60, 70, absolut ganz toll verarbeitet. Auch Lederjacken hier, 159 Euro für eine, kann ich ja dann mal drüber schmeißen. Gleich mal probieren. Viele schöne Stricksachen, aber auch viele schöne Kleider mit so Mustern und echt figurschmeichelnd, ne? Guck mal hier. Toll, oder? Frage. So, ich habe jetzt mal die Lederjacke drüber gezogen. Die ist auch mega und die ist so 2 in 1. Seht ihr das? Und ich gehe mal ein Stück zurück, ganz bequem, Hammer, also die ist mega weich, ist wahrscheinlich Nabberleder oder sowas, ganz, ganz zauberhaft ist die. Wunderbar. Jetzt zeige ich euch mal die Schuhe. So, hier gibt es auch wunderhübsche Schuhe. Super, ne? Ich weiß bloß nicht, wie ich euch das filmen soll jetzt, weil der Spiegel ist relativ klein. Hier gibt es noch Schuhe, die sind auch total schön. Ich gucke jetzt mal zu den Kleidern rüber, aber erstmal wollte ich noch so eine Strickjacke anziehen hier. Ich habe jetzt gefragt, also ich darf filmen, ist kein Problem. Das freut mich schon mal. So, ich kann immer vorne nicht so viel sagen. Da standen noch andere Kunden mit. Und das ist ja auch eine tolle Bluse. Also richtig klasse Material. Nicht teuer, ich glaube 49 Euro. Und der Pulli, den ich vorhin anhatte, der hat nur 35 gekostet. Also extrem günstig. Und die haben auch sehr, sehr schöne Taschen. Ich habe euch auch ein paar abgefilmt hier. Das ist natürlich mega bequem auch. Super. Also die Bluse ist ja der Wahnsinn. Die gefällt mir richtig gut. Animal Print ist ja genau meins im Moment. Könnte auch kürzer tragen. Manche tragen das ja kürzer. Könnte es auch rausmachen. Es ist also vorne kürzer, hinten länger. Wunderschön. Also die Stoffe sind echt der absolute Hammer. Und für den Preis, das ist echt unglaublich. Cool. Ganz toll. Total luftig das hier. Baumwolle fühlt sich richtig toll an. Ich nehme euch mal vor zu dem anderen Spiegel. Wartet mal, ich probiere mal den da hinten. Ui, das ist ja auch meins, ne? Mit einer schmalen Hose. Könnt ihr auch eine Leggings drunter anziehen. So rum die Tasche. Eine Leo-Tasche dazu. Ach Gott, es ist süß. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Also ich glaube, da nehme ich aber trotzdem ein paar Sachen mit heute. Schmeichelt, also schummelt kleine Bäuche weg, so wie mein. Oh, das ist so süß. Ganz, ganz niedlich. Hinten ein bisschen länger, geht fast bei mir bis zu die Knie. Also das ist cool, Leute. Ganz toller Stoff. Ihr wollt nicht wissen, was ich letztens von H&M geschickt bekommen habe. Das habe ich ausgepackt und gleich wieder eingepackt, weil es so eine grottenschlechte Qualität war. Das war auch so in der Art, so ausgestellte Kleider waren das und die waren so verknittert, das wollt ihr gar nicht wissen, ne? So, und das gefällt mir richtig gut. Das sitzt auch an der Schulter richtig bequem. Es hat die richtige Schulterbreite bei mir, dass ich nicht eingezwickt bin. Und da kann man auch eine Jacke drüber ziehen oder einen Mantel, Strickjacke, irgendwie sowas. Die Tasche finde ich auch mega süß. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Muss mal gucken. Bei Taschen brauche ich keine. 49,95. Also das ist echt ein Schnapper. Und echt, also man kann die schön tragen. Mit einem Reißverschluss kann ich schön aufmachen.
Super, gefällt mir. Ich würde ja mit meinen Turnschuhen, ne? Ich habe halt, in denen wohne ich ja. Die habe ich ja in 5 oder 6 Farben schon. Ah, das finde ich auch zauberhaft. Da muss ich mal noch ein Foto machen davon. Die haben übrigens noch andere Taschen, also auch so Shopper, wenn ihr sowas gern habt. Und natürlich auch ganz viel andere Hosen. Vielleicht probiere ich auch schnell noch was an, aber es ist echt so viel los im Laden. Das ist ganz schwer, heute hier zu drehen, dass ihr mich auch versteht. Ketten haben die auch, aber das ist mir zu plakativ. Also sowas trage ich eher nicht, aber trotzdem schön. Sehr gute Qualität hier, sieht man es auch. Ja, Schuhe, wie gesagt, hier, ich glaube, vorne sind auch noch Schuhe. Verschiedene Taschen und Röcke. So, also das ist ja wohl cool. Jetzt mache ich mal da noch ein Foto mit. So, hier seht ihr mal den Laden. Jetzt ist gerade mal nicht so viel los. Auch alles nach Farben sortiert, ne? Rosé. Das sieht man hier auch schön. Gott, es sieht so süß aus. Mal was, was mir passt, ne? Taschen, mehr Taschen. Oder das hier, 49,95. Also da kannst du echt nichts sagen, ne? Jetzt habe ich mal den Spiegel hier vorne für mich. Jetzt sieht man es auch richtig. Das ist ja Zucker, echt. Und die Ärmel, ihr wisst ja, ich trage gerne so kleine Ärmel. Ich mag das einfach. Und ich glaube, dieser Schnitt, der dürfte vielen schmeicheln, vielen Damen. Hammermäßig, das gefällt mir so, wie es ist. So, jetzt mal was in Flieder. Also die Pullis, die sind so weich, das ist nicht zu fassen, wirklich. Ganz, ganz toll. Kann mich nur noch mal wiederholen, ne? So schön. Und so wie es mag mit V-Ausschnitt, dass ich mich nicht erwürgt vorkomme. Ist echt, wie sind die so weich? Sind die 30 Grad maschinenwaschbar alle? Super, Feinwäsche, klar. Guck mal, wie toll die geschnitten sind. Hinten ein bisschen länger als vorne. Wirklich ganz tolle Passform. Also das sollte wirklich ganz vielen Mädels passen. Kommt der Kunde rein. Ihr habt so viele schöne Sachen. So, jetzt guckt euch bitte mal diese Bluse an. Wahnsinn, wie die glitzert. Die ist auch echt der Hammer. Ganz, ganz süß. So eine tolle Verarbeitung. Also habe ich selten gesehen in der letzten Zeit hier irgendwo. Wirklich schön. Vielleicht noch eine Strickjacke drüber, ha? Eine von denen hier kann ich ja mal drüber probieren. Wartet mal. Super, die kratzt überhaupt nicht. So schönes Material, ganz, ganz toll. Ich werde verrückt. Wunderschön. Oh, das wird heute teuer für mich. Kuschelweich. I like. So, jetzt mal was mit blauem Mantel. Gucken, wie das aussieht. Yes, Stoff ist das. Schaut mal. So, ich wollte ja mal noch einen Rock probieren oder sowas. Hier hängen ja schöne. Sind das Einheitsgrößen? Mal fragen. Ich zeige sie auch mal. Habe ich vorhin schon abgefilmt. Eigentlich schön, ne? Seit neuestem zieht man ja zu Rücken auch Turnschuhe an. Könnte ich immer anziehen. So, jetzt habe ich meinen Rock dazu angezogen. Ja, im Rock seht ihr mich selten, aber ich finde, das passt super. Nur die richtigen Schuhe haben sie hier, glaube ich, nicht. Der ist ja Wahnsinn, wie der fällt. Unglaublich. Kostet 49,95.
Der ist ja auch Wahnsinn vom Stoff her. Ja. Bleibt es so, wenn man den wäscht? Ich hoffe. Der ist ja toll. Wunderschön. Was sagt ihr? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare unten, was ihr dazu sagt. Der ist ja ein Traum. Wahnsinn. Ich sitze hier. Leute, Leute. Der ist toll. Ganz, ganz fein. Unglaublich. So eine tolle Farbe. Wirklich unglaublich. Die Qualität. Schaut euch das mal an. Da knittert nichts, ne? Das ist Wahnsinn. Der ist wie... Oh, die Farbe ist unglaublich schön. Also, scheiße, hier werde ich heute richtig viel Geld lassen. Oh, Mist. So, jetzt überlege ich bloß, ob ich den champagnerfarbenen Rock mitnehme oder in grün. Gibt es den auch noch? Und in schwarz. Gibt es den auch noch als Einheitsgröße? Ich kann mich nicht entscheiden. Oh. Ich habe doch gerade Chuck-Jeans für Sie. So schlimm. Haben Sie? War schon mal so angedacht, ja? Moment. Grün und schwarz ist auch toll, ne? Passt jetzt ja super in Herbst rein dann. Was mache ich denn? So, jetzt ist gerade kein Kunde im Laden. Also einer, aber hinter mir. Jetzt seht ihr mal, was es hier so gibt alles. Wirklich wunderbare Sachen. Alles schön nach Farben sortiert. Sogar Geldbeutel gibt es da. Und so weiter. Strickjacken, alles. Wunderschöne Sachen. Und da hatte ich auch den Ring letztens gekauft, wo auch viele geschrieben hatten, aber den gab es nur noch einmal. Und auch, ach, hier gibt es auch noch Broschen und sowas, Armbändchen. Und auch immer viel so kleine Taschen, was ich super schön finde. Das ist ja auch meine Farbe, ne? So Creme und sowas, ganz weich, so richtig knautschig. Und ey, 25,95 Euro. Jetzt sagt mal, das ist doch echt nicht viel. So schöne Umhängetaschen. Ich probiere jetzt noch zwei Kleider, also bitte bleibt dran. Ist auch einiges reduziert in der Ecke. So, Kleid. So giraffenmäßig, Giraffenmuster, aber total schön auch. Wirklich schön. Kann man auch im Winter mit Strumpfhose und Stiefeln anziehen, denke ich mal. Ist richtig schön weit geschnitten. Und oben auch super bequem, unfassbar. Echt super. Ganz toll. I like. Okay, die Socken jetzt nicht gerade dazu. Schön luftig. Echt cool. Keine Falte drin, ne? So muss das sein. So, jetzt kommt noch ein Kleid. Das ist mehr so grau. Ist auch süß. Gefällt mir auch gut. Ja. Aber Kleider habe ich dieses Jahr nicht so viel angehabt. Das ist echt süß. Auch die Ärmel wieder, ne? So wie ich es gern habe. Arme bedeckt. Super schön.